Warum hat der das da nicht reingeschafft? Ey, die Szene ist ja super geil. Einen wunderschönen und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf der Kanalskill zusammen mit dem Flo. Ja, das bin ich wie immer. Und ich bin der André, falls jemand interessiert, falls nicht, ist es mir egal. Wir müssen uns bei euch bedanken. Wir haben die 1000 geknackt. Unglaublich. Ey. Unfassbar geil, wie schnell das gegangen ist jetzt. Wir haben so lange, wir waren verflucht. Wir waren verflucht bei der 980. Und jetzt sind wir sogar bei 1034, wenn ich mich nicht irre. Ja. Und das ist unfassbar. Also, keine Ahnung, aber es fühlt sich unfassbar geil an. Und euer Feedback natürlich auch. Ja. Und mega. Der Mann, der uns das wirklich möglich gemacht hat, weil wir hatten echt wirklich den größten Abo-Zuwachs bei jedem Julian Bam-Video, auf das wir reagiert haben, ist der Mann neben uns, Julian Bam. Ey. ich glaube, dem haben wir echt viel, viel zu verdanken. Viele würden jetzt sagen, ah, ihr habt 1000 Abonnenten. Ja, für uns ist 1000 ganz schön viel. Das sind 33 Schulklassen. Also, ne, das ist schon eine ganze, ganze Menge. Wir sind total stolz drauf und wir freuen uns auf ganz, ganz viel mehr. Und da Julian uns so viel gegeben hat, werden wir auch weiter nehmen. Ja. Denn das letzte Video, das wir gesehen haben hier auf dem Kanal, ist der Mann im Mond Akt 1 und jetzt sind die Outtakes auch online. Wir haben ganz, ganz viele Kommentare bekommen. Wir sollen uns doch bitte alles anschauen. Wir sollen uns noch das Video anschauen, wo er die Kosten aufdeckt. Das wird das nächste React sein, was ihr hier auf dem Kanal sehen werdet. Und also 5, 6 Kommentare, die uns bestimmt gesagt haben, ihr müsst alles schauen. Das werden wir jetzt in Zukunft auch machen. Bis zum letzten Akt vom Mann im Mond werden wir versuchen, jedes Video aus dem JCU, wie es so genannt wird, zu schauen. Das sind insgesamt wohl aktuell 34 Videos. Ein paar haben wir schon gemacht. Ein paar gibt es schon bei uns auf dem Kanal. Ein paar gibt es schon, die werden wir dazwischen streuen. Da werdet ihr ein paar Unterschiede merken, unter anderem anderes Overlay, dann ist da mal eine Person mehr bei, eine Person weniger bei. Aber ich denke, wenn wir jetzt nochmal neu drauf reagieren, das muss nicht unbedingt sein. Nee, wir machen hier nichts doppelt, das wäre absolut fake. Nee. Also vor allem, wir haben es ja auf dem Kanal, wie dumm wäre das denn, wenn wir die jetzt runternehmen oder trotzdem noch drauf lassen und dann nochmal drauf reagieren? Nee, würde ich gar nicht wollen, weil kennt man dann schon und dann ist es auch keine echte Reaktion von uns. Wir werden eine extra Playlist dafür anfertigen und da werden wir einfach die alten Reactions von uns dann zwischenpacken. Dann findet ihr alles in richtiger Reihenfolge. Aber jetzt haben wir so viel gelabert, aber wir sind auch so ein bisschen euphorisch. Ey, also es ist unfassbar krass. Ich bin auch die ganze Zeit wieder am Gucken auf der YouTube-App, wie da sich die Sachen verändern und es ist ein unheimlich geiles Gefühl, ganz ehrlich. Also absolut. Ja. Aber jetzt wollen wir uns die Outtakes angucken vom Mann im Mond. Und bei so einer dicken Produktion wird es bestimmt einiges geben. Was 26 Minuten lang. Oder fast 27, also. Kieken war mal rein. Guten Morgen! Willkommen zu den lustigsten Momenten, die wir in den letzten Monaten hatten. Ja, aber nochmal ganz kurz ein Real Talk von meiner Seite aus, den ich mal von meiner Seele reden möchte. Und zwar, wir hatten so viele geile, unglaubliche Momente zwischen unser Team, dass sich das manchmal ein bisschen so anfühlt wie eine ganz große Klassenfahrt. Jetzt waren wir gefühlsduselig, jetzt wird Drew erstmal gefühlsduselig. Ich bin Overload an Gefühlen hier. Ich hoffe, ihr kotzt noch nicht zu Hause von Niedlichkeit. Weil wir eben halt so eng beieinander sind und weil wir so schnell zusammenwachsen, aber auch wenn wir hier die schönsten Momente mit euch teilen, die wir auch zum Glück für die Ewigkeit hier festhalten können, könnt ihr euch vorstellen, dass wir auf den Dreharbeiten auch teilweise ganz schön unter Strom stehen. Ich meine, jeder hat mal einen schlechten Tag gehabt, wo es auch stressiger oder auch mal lauter wurde und ich natürlich auch. Und wenn ich mal laut geworden bin, dann tut mir das direkt im nächsten Moment leid. Ich denke mal... Oh, meinst du, wir sehen gleich einen komplett ausrastenden Julian? So richtig mit Z zusammenschlagen und ihr seid alle gefeuert. Nee, Spaß, kommt wieder zurück. Ja, die Szene, wo der Lovebot aus der Tür kommt, die Tür hat Drew eingetreten. Das war gar nicht der Lovebot, das war gar nicht geplant. Da war auch kein CGI. Ich bin gespannt, ey. Ich hab Bock auf so einen ragenden Julian.
Ja, ich glaube nicht, dass sie das unbedingt mit reingeschnitten haben in das Outtake-Video. Wahrscheinlich. Oh, ey, wenn das ankündigt? Ja, vielleicht. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja so eine kleine Szene. Jetzt werden die Outtakes auch noch spannend. Geil. Das weiß jeder, aber ich wollte es trotzdem einfach nochmal loswerden. Weil wir halt, wie gesagt, hier die schönsten Momente mit euch teilen, aber auch manchmal nicht schöne Momente haben. Und das wollte ich einfach nochmal sagen, weil auch das dazu gehört. Danke nochmals an wirklich alle Leute, die bei diesem großartigen Projekt mitmachen. Ihr habt wirklich mein Herz einfach reinbeißen. Jetzt kommt Dan rein und findet mich cringe. Ich muss Herz erwärmen und dann ist es ein bisschen cringe. Das ist alles kaputt gebaut gerade. Ich schütte mich gerade hier aus. Aber bevor es losgeht, nochmal zwei ganz kleine Infos. Und zwar brutales Doppeldesign auf Eternal God gedroppt. Yes. So ein geiles Design. Ja, liebe Freunde, ein brutales Doppeldesign wurde nämlich auf Eternal God gedroppt. Aurora, Utopia, Dystopia, habe ich gerade hier an. Ein Restock ist auf jeden Fall schon gerade auf dem Weg zu euch, weil es ist gerade einfach schon fast leer. Was soll ich sagen? Danke euch. Und natürlich wird es auch wieder Musik geben. Vollversion, Musikvideos, da kommt so einiges auf euch zu. Das wird bitte eine Vollversion mit Moneyboy. Eigentlich muss das noch kommen, ne? Also wenn man Moneyboy am Set hat, dann muss man auch Musik zusammen machen. Ich bin auch der Meinung, ja. Mit Green denke, hat das auch gemacht. Ich glaube, da kommt noch was. Aber das wird lustig, aber dann, wenn's passiert. Dann frage ich mich halt, warum die Entscheidung, den Part von Moneyboy nicht in das Hauptvideo mit reinzunehmen. Aber, naja. Weiß ich nicht. Hätte den Rahmen gesprengt, wäre sonst zu teuer geworden. Ja, oder zu lang, oder weiß ich nicht. Vielleicht kommt der auch nochmal zurück oder so? Oder ist er, nee, der ist doch abgehauen am Ende, ne? Der ist doch der ist abgehauen, ja. Vielleicht kommt der auch nochmal zurück. Oh mein Gott, mein Girl, Louis V. Ja, ey, wär das geil, wenn Moneyboy nochmal zurückkommt. Ich würde es echt feiern. Es werden noch sehr spannende Wochen. Aber ich möchte euch natürlich nicht mit meinen langweiligen Worten weiter langweilen und euch natürlich hineinführen in die Welt der Outtakes. Viel Spaß. Ah, wir haben hier ein Paket für den Mann im Mond. Aber ich bin nicht der Mann im Mond. Ey, die Szene war einfach super geil. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns strategisch vom Vorteil ist. Oder von Nachteil. Oder von Nachteil. Oder von Vorteil. Und vielleicht ist irgendwas im Paket drin, was für uns von Vorteil ist. Oder von Nachteil. Oder von Nachteil. Oder von Vorteil. Und vielleicht ist im Paket irgendwas drin, was für uns strategisch vom Vorteil ist. Oh fuck! Scheiße. Tut mir leid. Oh oh. Oder von Nachteil. Oh! Oder von Vorteil. Ah! Was soll das? Das war geil. Sekunde länger müssen wir aufhören. Ah, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mit den Kids auch gezeigt wird, weil vielleicht wäre es ein bisschen gemein, von den Kids die Outtakes zu zeigen. Aber das ist mir so im Schnitt von der Reaction aufgefallen. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber John hat, also Kind John hat ein T-Shirt mit einer Krake angehabt. Und dann nicht mehr, oder was? Und nee, und auf dem Butterbrotsdosen hatte der auch Kraken drauf. Und denk mal dran, was John auf dem Kindergeburtstag war. Ja. Ne? Das war auch nochmal voll der Callback zu dem Akt. Stimmt, aber er ist ja generell der Krakenboy. Also hier, also es ist halt super geil. Ja. Schon als Kind. Oder Tintenfisch, nicht Kraken. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied gibt. Es gibt, ist das die Anzahl der Beinchen? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es gerne. Lass mal über Kraken reden. Ja. Es ist anstrengend. Ihr kennt Curly? Curly, unser Botaniker. Wo ist er? Er ist explodiert. Nein, Curly ist explodiert. Mein Bruder. Er ist wie mein Bruder gewesen. Ich habe alles für ihn getan, alles. Letzte Woche, da kam er in mein Zimmer und er meinte, keine Ahnung, ich weiß, vergesse.
Nein, Curly. Mein bester Mann, er war wie mein Bruder. Ich habe alles versucht, ihn zu retten. Oh, ich könnte das aber auch nicht, ey. Wir waren wie Brüder. Wir waren wie Brüder. Curly, mein bester Mann. Ich hab alles vertut. Waren wir Brüder? Oder irgendwie so. Ich hatte auch mal eine Ruhe. Warte, Curly? Ihr kennt Curly? Curly, unser Botaniker. Wo ist er? Er ist explodiert. Curly ist explodiert? Ich vergesse an der Stelle immer meinen Text. Curly! Nein, Curly! Nein! Ich kann deinen Text sogar. Mein bester Mann. Curly! Nein, mein bester Mann! Curly! Ich hab den Text vergessen. Dieser fucking Text, der fucking ist der einfachste Satz in Deutschland. Wir waren wie Brüder. Ich hab alles versucht, ihn zu retten. Tag ein, Tag aus. Ja, Bruder, letzter Schuss. Wir waren wie Brüder. Ich glaube, an der Stelle würde ich halt sagen, ja, okay, komm, wir lassen's. Einfach die Szene streichen, oder was? Nee, einfach oder gar einfach nicht mehr Take aufnehmen. Ach so, einfach, für immer ein, jetzt so. Einfach nee. Das wird schon nichts drin mehr. Einfach nö, lassen wir mal. Nochmal 100.000 Dollar teurer. Oder Euro. Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, wie teuer das war, weil wir müssen ja das React dazu noch machen. Ja, da, dann, die Summe habe ich schon mittlerweile schon mitgekriegt. Ja. Großen Stil. Also dann mal. Die Butze so ist übrigens, habe ich in der Videobeschreibung gesehen, Airbnb, ne? Echt jetzt? Mhm. Ach geil, lass mal da rein. Ja, gerne. So, aber ich glaube, da kannst du dir noch nicht mal eine Nacht leisten. Ja gut, das könnte schon sein, ne? Was ist? Du findest Speicherplatz, verschwindest du. Go! Und wir wurden von euch ganz toll aufgeklärt, ja, wer der Lovebot ist. Funder, ja, natürlich. Was heißt ja, natürlich? Mir wäre es nicht mehr eingefallen oder aufgefallen. Wäre es mir auch nicht. Tatsächlich also, nicht. Ich hab extra tatsächlich noch mal Everyday Saturday angeschaut, die Szene, wie sie auf dem Dach steht und singt. Und dann wurde es mir klar, ja. Ja, im Nachhinein schon, aber ich wäre jetzt, also ich wäre so ohne weiteres, glaube ich, nicht mehr drauf gekommen. Ja. Umso mehr freue ich mich jetzt auf den Lovebot-Song. Yo. Was die Frau für eine Stimme hat. Ja, das erstmal das und ich fand auch generell ihre Performance, also ihr Acting fand ich ziemlich nice, also ja, die Choreo und so, das war also, ja, ich fand das schon nice. Also ich hab mir ja jetzt schon ein paar Reactions auch von anderen YouTubern angeschaut, mhm. Ich bin uns fremdgegangen quasi. Was? Und was? Es geht doch nicht. Und es ist wirklich jeder, der sagt so, boah, die macht das mega gut. Ja, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es wirklich irgendjemand gibt, der sagt, boah, nee, fand ich nicht gut. Also es ist halt einfach, also man kann vielleicht sagen, ja gut, ich stehe nicht auf Liebesroboter oder so, aber weil jetzt nicht bedeutet, dass das unser Kink ist. Oder vielleicht doch. Gut, wir machen weiter. Oh mein Gott, super. Action! Also so Szenen könnte ich halt wirklich überhaupt nicht spielen. Also nee, weil, also erstmal, wenn du halt so vor Schmerzen röchelst, kann das sich auch einfach ganz schnell komisch anhören. Dann zu wissen, dass das ja sowieso gespielt ist und dann ernst zu bleiben, wäre zu viel für mich. Ich glaube, ich würde einfach die ganze Zeit einfach umkippen vor Lachen. Ich glaube, für mich wäre schon das größte Problem, die akrobatische Leistung aus den Knien hochzukommen. Also an einem guten Tag kriege ich halt auch noch hin, sage ich mal so. Sag ich, wie es ist. Aber das könnte schon tatsächlich eine Herausforderung darstellen, stimmt. Ja. Wunder! Was?
Außer Jürgen. Und jetzt kommt ihr außer Jürgen. Hammelsdorf. Jürgen Hammelsdorf, Friedrich der Dritte. Boah, das ist jetzt wieder irgendein Insider. Ihr schreibt uns bitte in die Kommentare, wer Jürgen Hammelsdorf Friedrich der Dritte ist. Ja. Weil googeln wir ja jetzt langweilig. Und bevor jetzt irgendjemand sagt, André, warum machst du das so doof mit der Leertaste? Ja, wir sind bei Watch Together und nicht bei YouTube, wo man das mit Komma und Punkt machen kann, in den Frames zu springen. Auch da gibt es bestimmt irgendeine Technik, die uns verwehrt geblieben ist bisher. Ja. 3, 2, 1, Action! Was war das denn? Nee, ich hab grad nachgeschaut. Sie sind der einzige. Aber ohne Fehler, danke. Nee, ich hab grad nachgeschaut. Sie sind der einzige Justin Bieber. Digga! Nee, ich hab grad nachgeschaut. Sie sind der einzige Justin Selena Beef Jerky in diesen Milliarden von Galaxien. Captain. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wieso hat ihr da telekinetische Fähigkeiten? Und wieso hat der Typ ein Gesicht im. Tschüss, weg im Gesicht. Was wollt ihr? Wieso hat sie telekinetische Fähigkeiten? Und wieso hat der Typ ein Tschüss im Gesicht? Tschüss, Fleck, will ich mal sagen. Was wollt ihr? Wieso hat sie telekinetische Fähigkeiten? Und wieso hat der Typ ein Tschüss im Gesicht? Ja, nichts verstanden. Bitte! Na, warte mal jetzt. Ja, also ein Schatten. Tu, was du willst. Ja, das stimmt, der Schatten. Das ist sowas von ein Schatten. Das habe ich sofort gesehen. Wie kann man so unprofessionell sein, Thomas? Junge, mir wäre auch nach fünfmal nicht aufgefallen. Alter, ich kann sowas nicht, ey. Nein, ich auch nicht. Also ich meine, wenn er jetzt wirklich wie heißt er denn nochmal, der Filmemacher ist, der auch auf die Videos immer reagiert. Was stellt sich denn jetzt hier so viele Beinchen? Changeman, glaube ich, oder? Ja, The Changeman. Dem wäre das wahrscheinlich aufgefallen. Er hätte wahrscheinlich gesagt, da ist viel zu viel Schatten für die wenigen Falten, die der im Hemd hat. ja, und außerdem, ne? Mir wäre es im Leben nicht aufgefallen. Ich so, also ich erkenne, was drauf zu sehen sein soll. Geht. Ja. Ist Sturmi. Kennt man so. Das meine ich, das ist nicht meine. Da ist das Thomas Schatten. Ich meinte es auch, mach mal ein Bild noch. Ich glaube, das ist jetzt der Moment. Also ein bisschen Angst habe ich jetzt schon gekriegt. Ja! Dich nenne ich Hendrik! Ein echter Hendrik! Ja, geil. Also ich krieg gerade ganz, ganz gefährliche Vibes, muss ich sagen. Also wäre die Mucke jetzt nicht dabei, das Bild vielleicht in schwarz-weiß, Junge, dann wäre das aber ein 1A-Horrorfilm, ey. Stell dir das mal vor jetzt. Ohne Sound, in schwarz-weiß, vielleicht so ein bisschen Gewittersound im Hintergrund oder so. Und dann kommt schon die erste kleine Faust so aus dem Bauch. Oh, das ist aber bei Alien, ey. Das war's von den Hendricks. Sehr gut. Ja? War der war cool? Oh Mann! Ready when you are. Ein bisschen weiß im Auge. So ein geiles Make-up. Ja, aber ich hab diese Szene so geliebt. Ah, die ist rausgeflogen, die Szene. Die war gar nicht dabei. Nein, aber im Original hat er ja auch um den Baum so getanzt. Ja, aber nur kurz, ne? Ja, ja, ich weiß, aber ich fand's ultra geil. Deswegen, länger ist geil. Ich mach nochmal einen Schritt zurück. Ey, die hätte ruhig genauso lange gehen können. Länger noch. Ja. Ist das gut, oder was? Für mehr Wabu. Stell dir mal vor, ich glaube sogar, ich habe den Baum wachsen sehen. Ich glaube, die Energie ist beim Baum angekommen. Ja.
Ja, der Blatt hat sich jetzt gerade sogar, während wir Pause gemacht haben, bewegt. Ey, wir haben aber auch gerade, also ich weiß nicht, ob wir gerade das beide dasselbe sehen, aber ich habe gerade im perfekten Moment pausiert. Das brauche ich als Bildschirmhintergrund. Ich glaube, ich skippe mir das jetzt wirklich einmal ganz kurz. Zack. So, für später. Kannst weitermachen. Für später. Ich hoffe, du siehst dasselbe wie ich, wenn du sagst, für später. Ich zeig's dir später. Der John ist so gut, ey. Wer ist denn da mein Mond? Ah, vielleicht seid ihr da mein Mond. Ah, scheiße. Ich hab gar nichts damit zu tun. Wer seid ihr? Kommt keinen Schritt näher. Warum siehst du so aus wie ich? Netter Bartwuchs. Kann ich nicht zurückgeben. Danke. Also, du bist doch Kostümlied. Also, was haben wir jetzt gerade gemacht? Wir haben Bänder, den Mund von Angelo haben wir ein Trikot angezogen, so eine Uniform. Ja, das ist das Beste. Boah, ist so süß, ey. Ja, ey, der Hund ist wirklich goldig. Schau. Perfekt, haben wir. Der hat so, fuck! Sie können sich wirklich glücklich schätzen, Herr... Hendrik. Das ist kein Disrespekt oder so, ne? Aber wie geil lange kann der Junge denn bitte so gucken? Also, so richtig im hohlen Blick. Sie können sich wirklich glücklich schätzen, Herr... Hendrik. Ich heiße Hendrik, sorry, ja, Entschuldigung. Auf Basis aktueller Studien ist es ratsam... Geil. Aber das ist doch wissenschaftlich bewiesen. Geil. Ach, wissen Sie, Doc. Das ist geil. Ich hab mich da so reingefühlt. Ich hab schon nach links geguckt. Ich hab schon nach links die ganze Zeit geguckt. Da habe ich schon Tanja gesehen. Ich brauch gleich erstmal ein paar Minuten für mich. Bla, 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 ja, bla, 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 bla. Das ist geil. Ja, ist schön. Ah, heiß, Luna, tu was! Hier, du, nimm meine letzte Bombe. Und bitte. Das ist eine Traube, Julia. Ich glaube, ich darf die nicht so halten, dann sieht man den. Ich muss irgendwie genauso greifen. Ne? Das ist eine Traube, Julia. Eine Traube, Julia. Ja! Warte. Ey, ja. haben die wirklich diese Traubenszene 100-mal nachdrehen müssen, weil die nicht perfekt sind? Anscheinend. Und wehe, die wurde nicht gegessen danach. Ey, Junge, also wie krass ist das? Also beim Gucken hätte ich im Leben nicht gedacht, dass diese Szene mit der Traube ein Problem hätte darstellen können. Aber ja, klar, Julian hat sofort total recht. Wenn du die nicht richtig hältst, dann sieht man die nicht. Aber dass man sich halt wirklich über so viele Dinge Gedanken machen müsste, das, finde ich, macht's noch krasser so am Ende des Tages. Weil die Traube ist ja wohl so im Ganzen so das unwichtigste Detail eventuell, so, weißt du, wie ich meine? Ja. Aber trotzdem, auch da steckt halt so viel Perfektionismus hinter, dass man halt eine Szene, wo man eine Traube in die Hand nimmt, 100-mal nachdreht. Ja. Wie lang ist die Szene so ungefähr? Das war eine 2, 3, oder die ganze Szene, weiß ich nicht. Nicht mal eine halbe Minute? Traube, oder? Julia. Das ist eine Traube, Julia. Das ist ja nur der Shot. Ja, das ist eine Traube, ja, Julia. Das ist eine Traube, also Julia. Eine Traube, Julia. Eine Traube, Julia. Traube, Julia. Wobei ich glaube, die haben wahrscheinlich einfach immer nur das hier rausgekartet. Wahrscheinlich haben die schon immer irgendwie davor und danach mitgedreht. Aber jetzt halt für das Video wahrscheinlich dann nur auf diesen Teil gecuttet. Aber ja, gut, das kann natürlich sein. Trotzdem, wie lang ist die? Also die ist trotzdem eine halbe Minute vielleicht oder so? So dieser eine Shot, weißt du, also das halt so, also selbst wenn man die Traube nicht gesehen hätte. Eine halbe Minute, du meinst eine halbe Sekunde. Nein, also nee, das jetzt schon, aber ich meine halt so diese eine Sequenz. Also so. Wo die quasi in diesem Shot so stehen und hey, hier ist die Bohne und er dann so, nee, das ist eine Traube, Julia. So. Und das halt, also hätte man die Traube nicht gesehen, er hat ja gesagt, dass es eine Traube ist. Mir wäre im Leben nicht danach irgendwie negativ aufgefallen, so, aber warte mal, der hat jetzt zwar Traube gesagt,
Aber ich habe die Traube gar nicht gesehen. Also irgendwie finde ich den Film total unrealistisch. So, weißt du nicht? Mir wäre es halt im Leben nicht aufgefallen, ob ich die Traube richtig sehe oder nicht. Ja, das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an eine Werbung von der Zahnarztpraxis, die ich die Tage gesehen habe. Das muss ich jetzt tatsächlich kurz raushauen, weil das passt gerade so perfekt zu deinem Call. Weil du hast halt ein Foto von drei Freunden gesehen und der Typ, der in der Mitte stand, der hatte halt eine Zahnlücke. Und darunter stand halt ganz... Ja, unscheinbar stand da drunter so, ja, und deswegen ist ein hübsches Lächeln so wichtig. Und ich denke so, ja, macht Sinn. Und dann steht da noch mal ein bisschen kleiner drunter, denn dass der Mann nur eine Augenbraue hat, ist dir nicht aufgefallen. Und ich gucke, es stimmt so. Und genauso ist das mit der Traube, ne? Ja, es wäre nicht aufgefallen, das stimmt. Ja, weil man halt auf so viel anderes achtet. Sehr geil. Ja! Ja! Hätte ich, glaube ich, auch im Leben nicht gepackt. Willkommen! Bitte! Hä? Ach so, sorry. Muss er nicht gegen mich laufen? Ich wurde noch nie so berührt. Eins, go! Bekomme ich auch ein Sandwich, wenn du schon dabei bist? Oh, bitte! Bekomme ich auch ein Sandwich, wenn du schon dabei bist? Sieh mal, Simon auf einmal. Oh, bitte! Bekomme ich auch ein Sandwich, wenn du schon dabei bist? Ja, der war's. Ja, geil. Ach, na immerhin können die uns nicht abschießen. Solche Autos. Ey, aber der stimmt, Roboter die muss ja die ganze Zeit still da stehen. Ja. 3, 2, 1. Ich will doch die Ehre anzahlen, wenn sie es auf ihre Kappe nehmen. Aber das Doppelte von 0 ist doch immer noch 0. Du bist eine 0. Das hängt alle. Ich verdopple ihre Ehre, wenn sie es auf ihre Kappe nehmen. Aber das Doppelte von 0 ist doch immer. Na, scheiße, verdammt, die Scheißpause nochmal. Guten Abend, Kamera. Bitte. Ich verdopple ihre Ration, wenn die Servierekappe nehmen. Aber das Doppelte von 0 ist doch immer... Na, warum mache ich denn das? Moment. Aber das Doppelte von 0 ist ja immer noch 0. Okay. Ich komm ein bisschen langsamer okay. Geht schon, ja. Und bitte. Ich verdopple ihre Ration, wenn die Servierekappe nehmen. Aber das Doppelte von 0 ist ja immer noch 0. Du bist eine 0. Geil. Auch da die beiden, ne, die haben die ganze Zeit angeguckt, sogar wenn die gerade nicht gedreht haben. Bitte. Ich verdopple ihre Atom, wenn sie es auf ihre Kappe nehmen. Aber das Doppelte von 0 ist ja immer noch 0. Du bist eine 0. Und dann ihr so. Richtig gut. Ich guck mir das ja an. Doch! Wow! Mega! Das ist ein Shot, der kommt irgendwo, der kommt genau zwischen... Oh, fuck. Skript jetzt weg. Okay, sorry, Blatt. Fuck! Respektlos, du sollst zuhören, wenn ich rede. Seit wann hörst du mir nicht mehr zu? Bist du wack? Warum hat der das denn nicht reingeschafft? Ey, die Szene ist ja super. Die Augen feiern, ey. Seit wann hörst du mir nicht mehr zu? Bist du wack? Bist du wack? Zack. Das ist so dumm, aber gar keinen Sinn. Captain, was macht die King-Spielzeug da? Das ist nicht meiner. Aber frag du. Lovebot, nein, scheiße. Was machst du da, Lovebot? Go! Captain, was macht die King-Spielzeug da? Niemand was angeht, sehr richtig. Aber diese Schutzschilde sind ja auch extra sicher.
Und bitte! Niemandem was angehen, sehr richtig. Aber diese extra Schutzschilde, sind die auch sicher? Scheiße, ich muss... Wo ist der Haken? Ja. Du hast viel zu spät geguckt. Grinsmann-Arbeiter. Ab heute heißt du... Keine Sorge, ich werde dich beschützen, Mister. Ich kann es gar nicht. Okay. Keine Sorge, ich werde dich beschützen, Mister. Ja, so egal, ja. Keine Sorge, ich werde dich beschützen, Mister. Mick, wie hast du eigentlich diesen Sound gemacht? Den von Babu? Ja. Warte. Kleiner Break an der Stelle, liebe Freunde. Lass mich euch mal etwas ganz anderes vorstellen. Und zwar unser Schnittprogramm Adobe Premiere Pro. Denn es gibt jetzt das neue Deepspace-Editing-Feature. Und das ist insane und erleichtert uns zum Beispiel... Warum machst du unsere Videos denn nicht so geil wie die, hä? Du hast doch das gleiche Programm. Ich will auch hier so Wabu-Fähigkeiten kriegen von dir. Okay. Jetzt muss ich aber irgend so ein dummes Gesicht machen, dafür traue ich mich gerade nicht. Nee, mach das und weitermachen. Ich lass mir was einfallen. Nein, das war ein Spaß, Mann. Fuck, jetzt habe ich Angst. Lass uns nie aufhören mit diesem Video. Die erste Schnittfassung eines Videos. Nun ist es möglich, sich die Videoaufnahme in den Text umzuwandeln, um das Video zu schneiden. Einfach die Sätze im Textmenü verschieben und wie durch Zauberhand wird es einfach im Video geändert. Es werden sogar alle Sprechpausen angezeigt, die man einzeln mit einem Klick entfernen kann. Auch könnt ihr euch so easy Untertitel erstellen lassen. Einfach jetzt schon die Zukunft, Freunde. Das auch super praktisch, die Remix-Funktion. Die OGs unter euch kennen das schon von Audition, aber jetzt gibt es es auch bei Premiere Pro. Mit ein paar Klicks kann die Adobe KI Songs kürzen oder verlängern. Aus einem 3-Minuten-Song kann ein 3-Stunden-Song werden. Und umgekehrt. Und lasst mich gar nicht erst anfangen von der geupdateten Team Project-Funktion. Dieses Outtake-Video, was ihr gerade seht, wollten wir unbedingt heute online stellen. Und deswegen haben wir das Video einfach zu dritt finalisiert. Und deswegen machen wir nur Reactions, weil ich das nicht wusste. Ich habe immer neue Songs hinten angefügt. Nee, aber das ist ja wirklich gar nicht verkehrt. Also. Ja. Vielleicht soll aber ich doch mal irgendwann wechseln. Aber wir bekommen kein Geld von Adobe, deswegen lassen wir Drew weiterreden. Thomas oben am PC, Vlad vom Homeoffice aus seinem privaten Comicbuchladen und ich hier an meinem Rechner. Jetzt können mehrere Personen noch smarter gleichzeitig an einem Projekt arbeiten und das Übersmarte, egal wie viele Personen es sind, die Aufnahmen müssen nur auf einem PC gelagert werden, dank Cloud Sharing. Dieser Vogel hat rein gar nichts damit zu tun. Aber diese drei kleinen Features, von denen ich jetzt gerade gesprochen habe, sind auch nur ein Bruchteil von dem, was Adobe Premiere Pro jetzt kann. Premiere Pro und über 20 andere bekannte Programme wie Photoshop oder After Effects findet ihr alle in Creative Cloud. Checkt meinen Link in der Videobeschreibung oder im Top-Comment ab, um 65% Rabatt zu bekommen. Und auch wenn ihr gerade erst mit Videoschnitt anfangen wollt, ist das die ideale Chance und der perfekte Einstieg in die kreative Welt von Creative Cloud. Boom, und der Vogel sagt, zurück zum Video. Bitte! Geht nicht, unser Raumschiff ist kaputt. Wir haben weder unser Triebwerk noch genug Kupfer für die Reparatur. Och, bloß! Geht nicht, Captain. Unser Raumschiff ist kaputt. Wir haben weder unser Triebwerk noch genug Kupfer für die Reparatur. Bla 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 bla. Damit meine ich nicht dich, Wabu. Eins, go! Captain, stopp! Dich übel angespuckst, tut mir so leid. Wir müssen den Laufbord aufhalten, bevor wir... Scheiße! Oh, mach mal kein Problem. Wir müssen den Laufbord aufhalten, bevor er die komplette Kontrolle übernimmt. Och, Rose, solange diese Tür doch nicht aufgeht. Go! Ach, Rose, solange diese Tür doch nicht aufgeht. Go! Ew. Ew. Mm. Bah. Ew. Das waren jetzt alles Töne, die ich am Wochenende im Club höre. Mm. Und deine Frau so, was machst du in Clubs? Ja, war doch geil. Bitte! Captain, ich habe hier einen perfekten Ersatzavatar für die Memory Disk von dem Bot 1 gefunden. Captain, ich habe hier einen perfekten Ersatzavatar für die Memory Disk. Du hast aber geil gemacht. Ist das Ding schon an?
Hey, Captain, ich habe hier einen perfekten Ersatzavatar für die Memory Disk von dem Board 1 gefunden. Jedoch ist es ein Loveboard mit Saugkraft 3000 und Kickbooster. Perfekt! Hammer! Da klatscht sogar der Loveboard. Aber da steht dein Name, ihr Name, sie hier drauf. Das ist doch lustig, Alter. Na, weil ihr Name hier da drauf steht. Ja. Das war super. Genau, geil. Ja? Mhm. Und bitte! Geil! Perfekt! War gut? Oh, oh nein! Nice. Oh mein Gott! Die scheiß Diskette wollte nicht aus meiner Tasche, aber ich dachte, fuck, komm! Oh, nice! Endlich Luft. Stimmt. Ey, du da, ey, wenn du nicht, also, ey, das ist auf jeden Fall gar nicht so leicht, wie man vielleicht denkt. Einfach stehen und nicht reagieren, egal wie. Hast du jemals gedacht, dass das leicht ist, was sie da macht? Nein. Aber so im ersten Moment im Vergleich, so, er muss halt Dialog sprechen, er muss in seiner Rolle irgendwie hibbelig sein und so. Ja. Und sie muss ja in Anführungszeichen nur stehen und darf sich nicht bewegen. Aber das ist so viel schwieriger, als man eventuell auf dem ersten Moment denken könnte. Ja gut, stimmt. Weil, vor allem, wenn die Folie zerrissen wird und so, ne, das löst ja im Körper schon was aus. Erstmal das, aber auch dieser allein die Situation, dass wenn du nicht lachen darfst oder nicht zucken darfst, dann ist es doch noch viel schwieriger, das dann nicht zu tun. Und er ist halt wirklich lustig dabei. Und sie muss halt die ganze Zeit diesen ausgeschalteten Gesichtsdruck, Blick im Gesicht haben, weißt du? Also keine Regung, nicht einfach nur mal irgendwie kurz zwinkern oder so, sondern einfach gar nichts. So. Das könnte ich nicht. Also ich bin eh hyperaktiv. Ich könnte auch schon 5 Minuten nicht sitzen, einfach ruhig. Aber das finde ich so krass, muss ich nochmal sagen. Ihr seid alle böse Jungs. Hey! Ich mach, was ich möchte. Oh. Kann John M. noch mal 20 Meter weiter hoch schauen, dass er einfach nur so... Einfach so schüttelt. Bilderbuchlandung. Also so, Bilderbuchlandung. Das kriege ich ja nicht getan, wann ich schaukel. Kannst du nicht da? Ist der nicht aus dem Bild? Ja, wir können einfach 10 Minuten Bilderbuchlandung. Kann noch festhalten, loslassen. Das ist dumm. Schon fliegt der ganze Maul, Alter. Ja, okay. Oh, das ist zu wenig. Den B lass ich los von Bilderbuchlandung. Ne? Bilderbuchlandung. Findest du das? Du musst dich immer noch aufrecht hinsetzen. Ich glaube, die haben auch ein anderes Bild genommen am Ende, oder? Dicker, streichen, rauchen, spritzen, was du willst. Oder Pillen rausmachen. Dann nochmal. Oder Pillen rausmachen. Oder Pillen rausmachen. Lol. Und bitte. Jetzt, wo Curly in allen Universen tot ist, macht er jetzt eigentlich wieder Musik? Könnte er mal so langsam wieder, ja. Oder er ist doch noch nicht in allen Universen tot, weißt du so? Also bei so vielen, wie es gibt. Metaebene. Also ich hätte schon Bock, Curly nochmal zu sehen, aber ich hätte auch Bock, mal wieder Curly zu hören. Ja. Ja. So sind nämlich auch. Die Pillen, vor allem die Pille danach. Stimmt. Und bitte. Warte, sorry. Und bitte. Babu, lieb Pillen. Vor allem die Pille danach. Und bitte. Nein! Mein Space Gunster! Go! Okay, danke. Ja. Das ist richtig gut für den Rücken. Oh,
Mein Space Gunter! Ist das gut? Oh, da, das wird jetzt interessant. Ja, viele, viele Leute in grünen Kostümen wahrscheinlich drumherum. Geil! Okay. Go! Was für ein Saft, mein König? Da habe ich übrigens auch eine kleine Theorie für die Zukunft. Ja, und ich stelle mir direkt wieder einen Stolperstein. Wie heißt der Kleine nochmal? Du wirst es auch nicht mehr wissen. Aber der ist ja... Der ist ja im Wasser... Das hat doch schon mal jemand erklärt. Verdammt, ja, ich weiß, jedes Mal. Jedes Mal und ich vergesse es auch jedes Mal. Ja. Monsieur Pete. Jo, stimmt. Der ist ja im Wasser gelandet und dann geht so ein großes Auge von einem offensichtlichen Monster auf. Und ich bin jetzt der Überzeugung, Monsieur Pete freundet sich mit dem Monster aus dem Wasser an und wird später den Ju und allen anderen dabei helfen, den Mann im Mond zu bekämpfen. Das wäre ziemlich nice. Ja, das wäre richtig nice. Das, ja doch. Doch, dann würde ich feiern. Oh, jetzt kommen die Szenen mit Moneyboy. Ja, ja. Ey, da muss es doch bestimmt einige lustige Szenen gegeben haben. Ich meine, Moneyboy an sich ist ja schon ich hoffe. Lustig. Go! Was für ein Saft, mein König! Das ist geil. Oh, der kommt jetzt gerade raus. Komm! Oh! Ich muss eine Memory-Disk retten. Bitte? Okay. Ein Go! Oh, ey. Es geht nicht kaputt. Passiert aber nichts. Ich kann nur noch mal richtig hart. Mein Auge ist geplatzt. Oh, das hat funktioniert. Ellie, jetzt hat es einen Namen. Jetzt bin ich traurig. Jetzt. Ach Mann. Aber hatte doch vorher schon ein Gesicht. Ja, aber jetzt hat aber es Gesicht auch einen Namen. Plus Name ist richtig gemein, meinst du? Ja. Ja gut, das stimmt schon. Ich hab in dem Moment, wo ich den Namen gelesen habe, habe ich eine Verbindung zu dem Viech aufgebaut. Ähnliche Körperfigur oder was? Hast ja. du dir gedacht? Habe ich mir nämlich auch gedacht. So. Gut, ich bin nicht grün. Das ist halt das Einzige, was mich da vorne abhebt, aber. Ah, ja, weil ich grün bin. Ein bisschen, manchmal. Max müssen sich mit den ganzen Songs aus dem Satelliten vollgesogen haben. Krasser Mindfuck. Oder ich bin einfach nur überhigh. Ich muss dann aber die Schritte noch machen, dann haben wir alles. Und go. Ja, das Raumschiff ist nicht so geil. Nee, das ist voll. Go. Oder bin ich einfach nur überhigh? Was war denn die Farbe? Go. Oder bin ich einfach nur überhigh. Überhigh. Das könnte jetzt gleich ein bisschen wehtun. Habt ihr gesehen, wie ich das geworfen habe, das Skalpell? Digga, einfach Stunt-Koordinator. Das hat gar nicht aufgefallen. Ich denke selber, was meinst du denn? Mega nice, ich habe Dünger aus den Dingern gemacht. Das ist geil. Und die drehen sich nur mit der Kamera, ne? Das ist ja so geil. Ja. Alter, was geil. Mega geil. Oh.
Oh, kurz zum Horrorfilm geworden. Ich lieb's so sehr. Ich hab mir Oberschenkel gezerrt und gefurzt. Und deswegen machen Kipper keinen Sport. Wegen Oberschenkelzerrung und furzen müssten. Komm mal, Leute. Thomas, du mit. Ist der Previous, Mann. Nee. Das ist richtig, Thomas. Okay. Kein Wunder, warum ihr so anders aussieht als wir. Aber vielleicht hat euch das Schicksal zu uns geführt, um den Mann im Mond aufzuhalten. Das ist es. Ich hab die Lösung. Ja, okay. Walk crazy. Bock? Was hat man denn? Krasse Story. Aber das heißt, Curly ist wirklich der Erschaffer der Bohnen gewesen und aus der Zukunft? Und die Bohnen und ihr seid auch aus der Zukunft? Wow, crazy Story. Das heißt, Curly ist wirklich aus der Bohnen. Die Bohnen und ihr seid auch aus der Zukunft? Jetzt hab ich's geschnallt. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Cut? Nee, ne? Go! Captain, ich hab noch nie so eine hohe Konzentration. Go! Captain, ich hab noch nie so eine hohe Konzentration an Anomalien gesehen. Ja, mach dir keine Sorgen, Mr. Babu. Captain! Ja, also ein bisschen nach links schwenken und nach oben, so hast du... Captain! Was, ich hab gar nichts gemacht! Eins! Go! Captain, wir werden vom Schwarzen Loch aufgesogen! Scheiße, Captain! Stopp! Danke! Wir haben nur Schutz noch! Wir haben nicht alles! Wir haben es geschafft! Cam! Ja, mit Jule. Ah ja, stimmt. Ja, geil! It's a wrap! Alter, was für ein Tag. Tut uns leid, tut uns leid. Das war geil. Einfach Song war super schön. Geil. Einfach schön. Es ist übrigens unheimlich nett, dass die Jungs immer die Outtakes mit hochladen, damit wir merken, dass sie doch nicht perfekt sind. Nee, aber ich finde das so. Also, dass das fertige Ergebnis zu sehen ist. Ist geil, es ist ein ganz anderes Gefühl, wie jetzt die Outtakes zu sehen. Aber was ich bei diesen Outtakes halt geil finde, ist nicht einfach nur, also auf der einen Seite natürlich die lustigen Szenen, auf der anderen Seite aber auch quasi zu sehen, das ist halt, also die Arbeit, die dahinter steckt. Und ich denke mir immer so, ja geil, ich würde auch gerne natürlich mal irgendwie actionfilmmäßig irgendwie von einem Haus rennen oder so, aber ich würde viel lieber die Arbeit von dem Film machen, weißt du, was ich meine? Also erleben. Also so dieses Zwischenmenschliche, dieses den ganzen Tag irgendwie seine Dialoge sprechen, vor der Kamera stehen, mit den Leuten quatschen und irgendwie gemeinsam an der Szene feilen und so. Das finde ich halt geil. So. Weil wenn man das fertige Exemplar dann sieht, dann ist das natürlich ein krasses Erlebnis. Aber man vergisst ganz oft auch bei Filmen oder solchen Sachen so die Ebene dahinter. Und das finde ich halt super geil, dass man da Einblick gewinnen kann. Das fand ich halt schon ultra interessant. Vielleicht hat mich in letzter Zeit jemand im Fernsehen gesehen. Ich war nämlich bei Stand TV. und dadurch, dass ich auch so ein bisschen involviert wurde in die Sendung, das war die Live-Show, mussten wir halt schon bei den Proben da sein. Und das war halt auch ultra interessant zu sehen. Das ist ja... Dadurch, dass das in Werbespots und so reinpassen muss, die machen ja immer so kleine Teaser-Trailer und die werden in den Proben werden die gedreht, die dann irgendwie abends bei gute Zeiten, schlechte Zeiten dann zwischendrin kommen. Die werden einfach zwischendrin gedreht und das muss dann alles auf die Sekunde genau sein und wenn er das irgendwie eine halbe Sekunde zu lang gemacht hat, dann drehen die das nochmal und das ist schon Wahnsinn. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, filmreifes YouTube-Video, was eine halbe Stunde lang ist. Ja, deswegen. Also,
Geil, 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 ja, geil. Wirklich. Ey. Ja, und ich muss sagen, ich bin, also ich glaube, ich bin Wabu-Fan auf Lebenszeit. Also ich glaube, das ist in Abstand meine absolute Lieblingsfigur. Also Wabu ist ja wohl eine absolute 11 von 10. Ja, ja, bin ich voll bei dir. Geil, ja. Also ich hoffe, der kriegt seinen Spin-Off. The Adventures of Wabu oder so. Wäre ich auch dabei. Wir hatten eine unheimlich schöne Zeit, die letzten 50 Minuten. Boah, schon wieder. Wir bedanken uns nochmal bei euch, dass ihr da seid, dass ihr uns zuschaut. Ich hoffe, wir können euch auch in Zukunft unterhalten. Aber wenn Ju so tolle Videos raushaut, bin ich mir ziemlich sicher. Dann wird es uns aber auch echt leicht gemacht dadurch, ne? Ja, absolut. Also. Ja, geil. Ich liebe alles daran wieder. Ja, kann ich unterschreiben. In dem Sinne, ich habe gar nicht mehr so viel zu sagen. Das waren jetzt halt die Outtakes. Ich will jetzt da nicht unbedingt ein Fazit ziehen. Deswegen, ich wünsche euch einen schönen guten Tag, schönen Abend oder schöne gute Nacht. Wir sind raus, haut rein. Ciao. Ciao, ciao.